Hallihallo Leute und willkommen zurück bei World of Tanks. Ich begrüße euch heute mit dem Gimgelf und dem Cosi-Kumpel. Hallo. Und dem. Ja, und der Gimgelf braucht Geld, also fahren wir gerade mal ein bisschen Premium. Und ich kann Geld auch wohl gebrauchen. Weiter, ich hab Geld. Dann können wir es auch machen, du gibst uns das Geld einfach ab. Sagen wir brauchen hier noch eine Mod in World of Tanks, mit dem man sich von den Schweizern Geld leihen kann. Weil jetzt habe ich auch keine. Ach, verdammt. Das alles genau. Für meine geile Goldmunition ausgeben. Oh yeah. Dann an der Oberwanne vom T32 prallen kann. Auf jeden Fall ist das die Goldmunition wert. Ich prall ja auch immer gerne an Oberwannen von Panzern ab. Der Außenseite hier. Oh, ich schubse mich hier mal durch. Und weil du anders angemalt bist, oder warum? Weißer mit grünen Streifen und ihr seid grüne mit weißen Streifen. Wie kannst du nur, ey? Typisch Schweizer, weil immer ein extra Bier drehen. Ich komme hier gerade nicht durch. Bei T29 steht genauso, dass ich nicht durchkomme. Ja, erster Treffer Armorack, ey, ist so klar. Ich könnte hier ein bisschen Support gegen die S6 gebrauchen. Jo, ich komm. Der übrigens auch Gold schießt, weil alles andere Mensch, wäre ja langweilig. T29, jetzt fahr doch mal. Rechts, links, vor, zurück, aber nicht da stehen bleiben. Wie gesagt, Vorsicht, Cosi, der donnert Gold raus. Aber der T29 ist hier im Tiger. Golf hinten, Tiger. Oh, ja, da steht ein T29, der den Tiger abstauben will. Ich setz mal wieder zurück und fahr über die andere Seite. Jupp. Vorhin mit dem T34. Juhu, böser Boden. T29. Aus dem Weg. Ja, hier konnten wir schon wieder die Gold IS-6 sehen. Aha, ich glaube, der hat's auf mich abgesehen. Immer wiederum. Ist das bei euch momentan alles in Ordnung? Ja, was auch wir prallen, ich prallen beim Centurion, der Centurion prallt bei mir ab, alles. Da war noch ein IS-2. Die bei meiner Seite abgeprallt ist, stelle ich gerade fest. Ich hätte gedacht, die wäre durchgekommen. Wie auch immer der durchging. So, was Schüsse angeht, habe ich heute echt Glück. Ich hau da Schüsse rein, die schräg auf die obere Wanne durch. Ich mag das Spiel irgendwie mit dem Centurion 7-1. Er prallt ab und ich prall ab. Da bin ich jetzt nicht durchgekommen. Wow, ich hole Abwechslung. Achtung, die IS-6 kommt. Wir müssten ja echt mal hier vorne irgendwo ketten. Das rum. Das macht jetzt natürlich Gold das Leben halt zur Hölle. Halt dich ein bisschen zurück, Doc. Jojo. Hey. Das ist so lachhaft, wie dir bei der IS-6 einfach jeder irgendwas durch Gunmantel schießt. Ja, weißt du warum? Gold. Gold, Gold, Gold. Type ja, nee, kommt, auch ohne oder Gold. Was auch immer das ist. Fuck. Tot. War ein bisschen zu langsam. Der Zerturin kommt da rechts. Ja, Gimgalf, guck mal nach rechts. Wenn du da Freunde mitbringst, dann kümmere dich auch um sie. Also, ich push mal auf die IS-6. Mach das, aber wir können dir gerade nicht helfen. Ah. Wow, was mache ich denn gerade? Ich sagte noch, wir können dir nicht helfen. Ja, nee, ich habe gerade wieder Leck gehabt und habe deswegen spontan meinen Arsch gedreht. Irgendwie haben wir ganz schön auf die Fresse dafür bekommen, dass das unser Team die alle auseinandergenommen hat. Ach, du ich habe so ganze Situation. 400 Schaden. Du ich habe meine 2-4 gemacht fast, das ist in Ordnung, aber ich hätte halt irgendwie erwartet, dass nachdem wir da so auf die Fresse bekommen, dass währenddessen auch überall anders was gestorben ist. Irgendwie sind nur wir da gestorben. Das ist tatsächlich das auch noch halbwegs okay ausgegangen. Zumindest für mich. Ja, ich hab. Ich hab plus gemacht, das geht. Das war nicht die Erfahrung.
4000. 4000 plus. Ich habe 60.000 plus gemacht. Du solltest irgendwie auf mehr Gegner schießen, habe ich das Gefühl. Und du hast aber noch Premium, ich habe Premium. Ja, aber auch ohne hätte ich irgendwie 30.000 oder sowas gemacht. Ich habe vorhin auch ich korrigiere ohne Premium 35.000 gemacht, aber... Ich könnte meine M40 fahren, Doc, was hältst du davon? Abstand. Abstand, okay. Ja. Also, wenn wir drei IS-6 im Zug fahren können, dann ist das schon gut machbar. Dann können wir das auch nur durchziehen. Mhm. Meine, wenn wir gleich etwas anderes spielen, kannst du dich gerne noch in Arti reinsetzen. Dann werde ich ihn doch schon auch oft genug suchen. Aber wenn wir IS-6 fahren, dann kann man echt gut das Rudel IS-6 daraus machen. Heute auch ein lustiges Spiel mit der M40. Habe ich einen Jeffy Shotgun, 8 Modulschäden. Wow. Also ich fand es vorhin viel lustiger, als ich auf den Jeffy zugefahren bin. Der Jeffy geht auf. 200 Meter, knapp 200 Meter später gehe ich auf. Sprich nicht für den Jeffy. Einen Jeffy. Ja, ich hab Wonke das Tarncrew auf der IS-6. Hab es noch vor dem Patch gefahren, also. Was sie mit diesem Ding gemacht haben, das ist auch halt einfach kein Jeffy mehr. Pure Vergewaltigung. Oder das eine Match vorhin auf, was war das noch, verstecktes Dorf, wo wir Rudel gefahren sind und uns entgegengekommen ist. Außer ein Löwe. Über die Heavy Lane auf verstecktes Dorf gepusht. Was kommt uns entgegen? Ein Löwe und ein Jagdpanther. Oh ja. An dieser Stelle einen schönen Gruß an EMG Gaming, der uns da gerade begegnet. Ich bin offen. Ich hab gefressen. Ja, das kommt davon, wenn man da vor den Petten zu offen herfällt und die Tarncrew doch nicht so gut ist. Aber ich hab in den. Ich vertraute meiner Crew. Und jetzt ist mein Turm kaputt stattdessen. Vertraue niemals ein. The Crew is a lie. Im Russen oder wie war das? Liegt bestimmt daran, dass mein Ladeschütze keine Tarnung hat. Also hier kommt bisher noch nichts. Aber jetzt setze ich gleich wieder zurück. Oder auch nicht. Warum finde ich hier nichts zum Beschießen? Da ist was. Was auch wieder instant meinen Fahrer killt, weil ich nicht gut gestanden habe. Oder kommt nochmal vor. Yep. Dafür hat er gefressen. Deine Kette ist übrigens beschädigt, falls ich mal wissen möchte und es nicht sieht. Schade, er war. Die hat ein Stück zu schnell repariert, sonst hätte ich ihn da weg gehabt. Da ist noch ein Tiger 2 hinter. Kommt ein Tiger? Nee. Ich werde dafür, dass die IS nochmal vorfährt. Die fuhr gerade so schön seitlich darunter. Aber Doc, wenn wir jetzt auch noch die gleiche Wüstentarnung haben, macht mir das Angst. Ist okay, du kleiner Stalker. Plopp, das war der T-34. Will ich vorfahren? Ja, aber nee. Obwohl, der M-130, wir kommen mal mit dem Geif, wir können hier vorfahren. Der M-130 trägt unsere Flanke gegen den Tiger Zoo. Du drückst? Ja, sag ich doch, komm mit! Ja, bei mir ist nur angekommen, ja, will ich vorfahren. Ich bin offen. Zuhören. Natürlich sind wir aufgegangen. Ja, das sagen meine Eltern mir auch immer. Ja, haben sie wahrscheinlich auch recht. Auch wieder wie gestern bei den Skirmishes. Sag, wir pushen. Fahr ich vor, sterbe. Die anderen, wieso pushst du? Fuck, die habe ich umsonst gefressen eigentlich. Ich würde da stets nicht zu weit vorfahren. Ja, ich habe gerade noch eine Stelle gesucht, wo ich eventuell durchkommen könnte. Nö. Seitdem ich habe ja irgendwann mal gelernt, dass die Ohren... 2-9er ist das nicht gut. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wenn wir hier drücken, dass auf der anderen Seite irgendwie die waren die ganze Zeit beschäftigt. Auf einmal dreht sich alle drei zu uns um. Und was habe ich mir da anders gedacht? Aber ich habe jetzt eine wunderschöne Deckung. Hey. Dein Fahrer. Einfach durch. Ja, ich hab
Ja, einfach durch die untere Bodenwanne, klar, da würde ich auch mal durchschießen. Haben jetzt schon was, ich glaube ein Richter oder so, der auch geholt. Ja, die haben schön vorne in unsere Wanne sehen können, als du rückwärts gegangen warst. Leg dann gleich die Arti ein. Arti kann mich jetzt... Der Sidescrap, lass es cozy. Muss ich nicht für... Problem ist eben, selbst mit jetzt, AP hast jetzt du kannst du schießen, er guckt, steckt schlecht. Seite. Ja, ich hab noch umgeladen auf CR. Ja. Einfach mal ein Standbild. Keine mehr vorkommen, ne? Aha. Ein 3 HP. Weiß nicht. Zwei mehr als du brauchst. So lustig, wenn solche rumstehen, in die 2 HP, halt auch im T34, denken sich so, ja, kann mich nichts mehr töten, lässt der Hai, schießt sie weg. Wo kommt ja, der E5? Ich weiß nicht, aber ist er dir vorbeigefahren? Gib Gas, Kusi, sonst schießt dir gleich die IS-8 in den Rücken. Die fällt nämlich, oder die IS, die fällt jetzt außen rum. Nicht weiter zurück, Cosi. Halt, 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 halt. Ja, die hat geschossen. Ich wollte die eigentlich nur noch. Aber. Da hat der E75 mir einfach. Ah, scheiße. War so verwirrt, dass die IS-8 mir so einen reinballern konnte. Wird das noch mit der Aufnahme und guten Spielen? Ja, ich sag doch, man sollte die Aufnahme machen, wenn die Spiele automatisch schlechter. Ah, ich glaube, ich habe jetzt den Grund gefunden, warum es eben geleckt hat. Aha. Bei mir. Ich weiß nicht, aber irgendwie machst du auch die ganze Zeit Rückkopplungsgeräusche. Ich habe eigentlich gerade eben mein Handy weggeschmissen. Ja, wahrscheinlich hat es bis dahin Rückkopplungsgeräusche gemacht. Weißt du doch bei mir, dann musst du Bescheid sagen. Das ging erst los, als du angefangen hast, von wegen, ja, ich habe den Grund gefunden. Ach so, dann da war das Handy schon weg. Hm, komisch. Leg mal die CD vom Mischpult runter, obwohl es daran eigentlich auch nicht liegen kann. Jetzt kommen sie wieder. Und jetzt dauert das, bis das Team das verloren hat. Oh. Weiß ja nicht, hat Kusi einen E25, dann könnten wir den mal fahren. Ja, auch 6 mitfahren, also. Okay. Wenn meine Crew wieder zusammensuchen. Die hat sich überall in der Garage verteilt. Gibt's einen Trick? Crew zurückholen. Ja, einmal eine Trillerpfeife vom Pfeifen geht auch. Bitte nicht, ich habe die Aufnahme noch an. Gibt's doch extra den Knopf zum Trillerpfeifen pfeifen. Trillerpfeifen pfeifen, aha. Ich glaube, bei dir pfeift's auch. Ja, aber bei ganz weit hinten im Kopf, ich weiß. Soll ich spotten gehen oder supporten? Das, wo dir mehr nach ist? Spotten. Wird das noch der Quombel hat eine höhere Sichtweite als ein 6er Scout? Ist auf jeden Fall wendiger als die meisten 6er Scouts. Und tötet die meisten 6er Scouts. Ah, das würde ich so nicht sagen. Ja. Ich habe da im 5916 schon sehr viel Spaß mit Cromwells gehabt, die unterschätzen, was passiert, wenn da in kurzer Zeit ein Autoladermagazin auf einen schießt. Ja. Ja. Das ist natürlich für viele, ist das glaube ich eine ziemliche Überraschung, dass das Ding auf einmal Schaden machen kann. Doch, wie viel Reload hast du im E25? Du brummst schon wieder. Ich sehe es noch nicht. Aber ich habe keinen Waffenbruder drauf und auch. Habe ich einen Ansatz? Ich bin mir gerade gar nicht zu 100% sicher.
Also ich habe das Maximum ausgereizt. Ich arbeite noch daran, dem Ladeschützenmann von meinem Waffeltraktor wieder Waffenbruder reinzubekommen, weil der natürlich einen neuen Ladeschütze dahin musste, was total nervig ist. Ich bin bei 2,81. Ich bin normalerweise bei 2,37, habe jetzt aber irgendwie eine falsche Kuh drin. Vielleicht einfach mal keine Schokolade reingepackt oder was auch immer das Äquivalent der deutschen Doch, ist. Doch, die leuchtet unten schön grün. Das wäre es mir auf dem E25 nicht wert. Ich will hier Gewinn machen. Ups, da ist ja ein Haus. Wow, die beschießen sich dort schon. Großartig. Großartig. Großes Kino. Ja, ein ganz großes chinesisches Staatstheater. Was ich ja geil finde, ist, E25 schießt genauso schnell wie ein AMX-12T. Ja, gerade doch. Was? Selbstmord gibt es diverse epischere Varianten, aber... Okay, zum Beispiel so wie ich. Ja. 34,3. Das Ding hat... Da könntest du 420 draufschreiben und das Teil wird immer noch high roll wie sonst was. Ich glaube, der Wald ist ziemlich verloren, heute das nur so aus. Nö, wir haben hier die bessere Scout-Position. Es sind gerade 4 Schüsse an mir vorbeigeflogen. Ja, ist doch gut. Bei mir ist gerade einer leider nicht vorbeigeflogen, den ich eigentlich nicht hätte bekommen wollen. Und die Arti versucht es an mir, wie frech. Ja, ich versuche mal deinen Freund da hinten Gesellschaft zu leisten. Ah, so, da. Ach, Kusi spielt halt mit der Arti. Denk dran, mit dem Essen spielt man nicht. FCM, fahr da weg. Dreh dich, kleiner Panzer, verdammte Axt. Endlich mehr. Also. Sorry, da war ich ein bisschen zu langsam mit dem Support. Auch nicht unbedingt gerade so. Und wie sind auf einmal ganz schön viele Leute bei uns weggestorben? Auch. So, aber die haben jetzt nur noch einen Spotter. Fuck, und ich verschätze gerne, ob ich offen bin oder nicht. Naja, das war keine gute Runde. Ich möchte vielleicht auch doch weiter hinten hinstellen sollen. Schade eigentlich. Merke, die Position mit dem E25 ist nicht so cool, wie ich sie mir erhofft hatte. Panzer fahren. Was? Panzer fahren? Russenpanzer. Ja, damit wäre ich wahrscheinlich nie aufgegangen und wäre nie betroffen worden, aber ich wollte mal wissen, ob ich mit dem E25 mich da hinstellen kann. Das hat tatsächlich... An sich war die Position nicht schlecht, aber die Tatsache, dass ich immer auf Dinge schießen wollte, war ein bisschen problematisch. Denn das geht von da aus nicht so gut. Auf links 1375. Jupp. Jetzt hat er mich aufgemacht. War. Ach Mann. So wie ist bei denen im Wald alles weggestorben, bei uns aber trotzdem unheimlich viel. Leck. Auch nicht klar. So. Was? Bin verarti. Gerade bei uns ist. Aber die 4 Franzosen-Arti, das Ding ist ja mal absoluter Hammer. Ja, aber die 4 Arti von denen, echt? Das Ding ist einfach nur. Gib mir Geist, du bist offen. Es hat dort Goldmunition APCR mit 330 Damage und 220 Durchschlag. Aber ist wahrscheinlich total ungenau. Nee, präzise mit 15 echt? Sekunden Reload. Das ist krass. Das Teil ist. Was ich unheimlich witzig finde, wo stand jetzt ist Löwe? Immer noch hinten am Campen. Ach so. Ja, dann können wir da direkt wieder rausgehen.
Gimgolf, was sonst sehr lustig ist, was das so, nicht Gimgolf, kurz was so Munition angeht, die Zweier-Arti der Deutschen, die den gleichen Durchschnittsschaden hat wie ein Achter-Heavy und auch den gleichen ähnlichen Durchschlag, aber leider ungenau ist, wie nichts Gutes. Franzosen-Arti, die hat 330 Schaden, 223 Pen und 14-15 Sekunden Reload und ist trotzdem noch präzise. Klingt ekelhaft. Alter Arti. Doc, ich stand eben gerade ja hinter dir, ne? Trotzdem habe ich den Tiger aufgeklärt. Aha. Irgendwie paradox. Boah. Na super. Jetzt hätte ich meinen Scout fahren sollen. Hätte, hätte, hätte. Die Hätte, haben hätte Panzerkette. drei TDs. Ja, der dort ist nicht so wichtig. Was haltet ihr davon, wenn wir unten rumfahren? Unten rum? Extrem wenig, Schade, das weil hätte ich aber das sehr damit gerne. rechnen die aber also nicht. kann man schon. Deswegen, also wir werden dann da hinten ankommen und erstmal gemütlich in deren Basis stehen und wahrscheinlich nicht so viele Probleme haben auf dem Weg dahin. Also mit der IS-6 Ja. funktioniert das, finde ich, ziemlich gut. Man muss aber ich bis ganz an die Kante. Hey. Du Hat redest auf doch jeden Fall jetzt die Chance. von J3, ne? Ja, ganz unten rum, am Fluss lang. Jupp. Und mit drei IS-6 dürften wir genug Lebenspunkte mitbringen, um das Nur machen zu können. Kusi ist ziemlich weit rechts. Kusi hätte fast schon besser. Egal. Ja, wenn, müssen wir hier auf jeden Fall zusammenbleiben. Also aufsplitten bringt es hier gar nicht. Aber jetzt warten, bis alle da sind und also Rudel fahren oder sobald wir da sind, rüber. Sobald wir da sind, Einfach rüber. rüber. Hier fährt genug, dass sich da auch andere Ziele bieten. Weil ich habe heute in Ries 7 habe ich es wieder mal versucht, hier unten rum, aber von der anderen Seite. In der Tier 7 Das. würde ich das auch nicht mehr. Auf Tier 10 frisst man dafür zu viel, aber auf Tier 8 geht das eigentlich ganz gut. Ja, nee, weil früher war ja Gimgolf, hier, gib mal ein bisschen konntest du Gas, dann schön komme ich hinten da vorbei. runterstehen ans Wasser. Noch bin ich zu. Mittlerweile bist du einfach überall, wo du stehst, bist du frei, offen. Okay. T34 hat schon gut was abbekommen. Schade, ich bin nicht getroffen. Bei Und mir jetzt ist ein hier Zug runter, ne? gefault. Ja, genau, du bist da grad, machst das gerade sehr riskant und schmeißt dich natürlich voll ins Wasser. Dafür habe ich die Variante genommen, wo man ein bisschen mehr Schaden nimmt. Jetzt hoffen wir, dass der T34 sich nicht halt downstellen kann. Er kann auch nicht sehr gut. Und schwupp, wir haben drei fast Full Life IS-6 neben der gegnerischen Basis. Wie wäre das noch? Dumme Taktik ist ja nur dumm, wenn sie nicht funktionieren. Genau. Das einzige Problem ist, dass davon jetzt ein T-34 auftaucht. Jetzt. Ja, warte mal eben. Auftauchte. Russian Accuracy at its finest. Ich hatte vorhin auch schon mal nicht genug an die Wanne zu treffen. Ich habe einfach die Kuppel zerschossen. Ja, hab ich jetzt auch. Na, Bin schade. übrigens immer noch zu, glaube ich. Jetzt bin ich offen. Ja, hier müssen wir jetzt echt. Hier dürfen wir jetzt nicht zu aggressiv drücken. Lass mal den T-37 vorfahren. Jawohl! Genau deswegen. Ey, wieder göttlich. Ich glaube, Aber ich will man. Spot Damage. Halt die Bubble, du musst hier gleich Schadensdamage machen. Okay, noch besser. Ich komme an den nicht dran, Kusi. Kriegst du den da weg? Verschossen. Bulldog. Bulldog und Borsig. Ja, wir müssen die Kuhle, in der wir hier sind, ein bisschen ausnutzen. Besser zusammenstehen, dass der GW Tiger, Ja, GW genau. Panther, mehr Schaden macht mit einem Schuss. Wo ist der denn? Rheinmetall hat den Fußboden getroffen und ich den Rheinmetall. Das Gute ist, der T43 und der T44 haben halt mitgedrückt. Der T44 bringt sich zwar gerade um, aber der T44 steht da echt noch ganz gut. Und zur Hölle habe ich gerade ein Webcam für die Kette benutzt. Beide Arts geschossen hatten. STA-1 ist da hinten auch noch. Rheinmetall guckt wieder. Arti hat geschossen, kommt von weit oben. Da schießt mittlerweile auch Heat. Kritischer Treffer, Seite 5916. Wow. Zumindest getrackt. Oh, sehr schön, der ist weg. Oh, unsere Arti steht auch neben der Base. Ja, es ist eine RV-Arti, was erwartest du? AUK kriege ich gleich. Sehr schön. Der Back Poschoss. in. So, ich stelle mich mal Minute direkt an gegangen. Cap, dann sind die nämlich gezwungen zurückzukommen.
Ich bin aber gegen Durchkehrt, nur dass wir das vorher geklärt haben. Fast ein Tausender von diesen Essen. Einen einzigen Schuss reinbekommen, fällt mir gerade mal auf. Da gehen sie auf, sehr schön. Ich resette schon mal. Ey, beide Artis sind ausgeschossen, aber der GW hat in 5 Sekunden. Links kommt der ST1, Cosi. Links, ja. links. Ja, rechts der Walker. Ja, der, den müssen die hinter uns sich auch ein bisschen mitkümmern. Ja, Glück gibt's ja keinen AP als Munition. E25 steht hier hinten. Wenn du es kannst, geh auf zuerst auf den Bulldog. Den müssen wir zuerst weg haben. Der ist, glaube ich, er ist jetzt gerade aus dem Reload raus. Fuck. Er fährt ein Stück zu schnell. Dem bleibst du das schnellere. Jetzt werde ich von der anderen Richtung auch noch beschossen. Der ST1 schießt Heat. Zweiter Schuss von ihm ging daneben. Er ist weg. Hallo, mein Bulldog. 112er. Hellcat mit Gold. Run Stalker, die Arti kann auch über Flak schießen. Stalker, Doc. Die Arti hat auch gerade geschossen, aber meine Kette erwischt. Die steht irgendwo hinten im Busch. Da, irgendwo hinter. Da werde ich nicht rankommen. Aber der ELC könnte vorfahren und die wegmachen. Das könnte einiges was Sinnvolles machen momentan. Ralf, das ist ein ELC, der ist doch nicht zum Spotten da. Ja, schön gut, der. Ne, der breit da hinten nochmal schön ab. Klonk. Muss man hier eigentlich alles selber machen? Ich wäre doch froh. Währenddessen haben wir jetzt. Die IS-6 hat währenddessen mit den paar Basecampern. Das Problem ist, dadurch, dass die IS-6 da an der Basis ist, kann ich jetzt auch nicht rausfahren, weil sonst könnte die dort irgendwann in unserer Basis ankommen. Wir müssen jetzt leider durchcappen. Was ein bisschen ärgerlich ist. Das war doch mal eine gute Endrunde, oder seht ihr das anders? So. Geht so. 3 Kills, 3-4 Schaden. Meine Strategie hat super funktioniert, nur ihr seid aber irgendwie gestorben. Nein, sehe ich nicht anders. Beste Zeitlein, meine Markierung ein bisschen. No. 3 Kills, 600 Schaden. Ja, 3-4 Schaden. Was sind das? Nerven aus Stahl, Großkaliber und Stahlwand. Leider nicht ganz genug Schaden, um meine Heavy-Mission noch mit Auszeichnung abzuschließen. Aber trotzdem, das war doch mal eine ordentliche Runde. Übrigens nur 2. Klasse, obwohl ich da eine Basiserfahrung von 1022 gemacht habe. Ja, aber das war's dann für die Folge erstmal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.